Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren noch die coolsten Aufreißer in der Disco gewesen sind, frag sie, wie sie sich heute fühlen, wo sie Islam praktizieren. Frag mich! Frag mich! Wie ich vor sechs Jahren war, als ich zum Islam gekommen bin, wie ich mich jetzt fühle. Alhamdulillah. Vor sechs Jahren, ich sage dir eins, wahrscheinlich viele von denen, ich will, das soll keine Angeberei sein, weil ich, da braucht ja gar keiner neidisch drauf zu sein. Nur man muss ja einfach auch mit Tatsachen mal kommen, ja? Vor sechs Jahren, ja, bevor ich Islam angenommen habe, war ich Profiboxer gewesen im Sauerland-Boxstall. Mein Trainer war Uli Wegner gewesen, vielleicht kennen ihn einige. Der Trainer von Markus Bayer und von Sven Ottke, die Boxweltmeister. Ja? Ich war mit diesen beiden Leuten in einem Boxstall gewesen, habe gutes Geld verdient, bin mit einem dicken Cabriolet, mit der dicksten Mucke durch die Stadt gefahren. Und wenn ich am Wochenende irgendwo rausgegangen bin, in die Disco oder so, bin ich in jede Disco umsonst reingekommen, weil mich jeder kannte. Viele Jugendliche werden sagen, boah, ist doch cool, oder? Respekt. Auf diese Art und Weise. Ist so. Und schöne Wohnung und das ganze andere Programm, was dazugehört. Alhamdulillah. Astaghfirullah. So. Aber was ist jetzt? Jetzt geht es mir besser. Und so kenne ich hunderte Beispiele, kann ich dir nennen. Warum? Weil Allah sagt im Koran etwas sehr Wichtiges. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau und ist gläubig dabei, فلنحيينه حياة طيبة, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Sure 16, Vers 97. Ein gutes Leben bescheren. Und du siehst die Leute. Und Brüder, ich kenne einige Leute aus den Ländern, die arm sind. Achi, die leben vielleicht in einer Wellblechhütte. Aber die haben den Glauben an Allah. Und die haben Wissen, dass der allmächtige Gott mit ihnen ist. Und selbst wenn sie 70 Jahre alt sind, oder 80 Jahre alt sind, oder 90 Jahre alt sind, wo die meisten Menschen sagen, ach ja, es ist so schwer, mir tun die Knochen weh, wir machen sich lustig über die Leute, möge Allah ihre Schmerzen nehmen und sie auf den geraden Weg führen. Aber in diesem Alter sagen sie, Alhamdulillah, Subhanallah, 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 und sie sind Gott am Dienen. Und haben jetzt in dieser Situation noch einen Sinn im Leben, wo der andere nur auf den Tod wartet. Und du siehst sie mit dem Stock zur Moschee gehen, blind. Du bist in Mekka bei der Hajj und du siehst dort Leute, die kurz davor sind, zusammenzubrechen. Du siehst dort Leute, die sind vielleicht 70, 80, 90 Jahre alt und die werden in dem Rollstuhl um die Kaaba gefahren und sind am Weinen, Achi. Am Weinen vor Freude. Weil sie Gott dienen können und sagen, Alhamdulillah, keine Sekunde von meinem Leben ist umsonst. Denn jede Sekunde von meinem Leben habe ich eine Verbindung mit dem allmächtigen Gott. Ach, so wirst du glücklich. So hat Gott dir die Glücklichkeit gegeben, wenn du es verstehst. Wenn wir es verstehen. Alhamdulillah. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Amen. Wallah, feste unsere Herzen auf deine Religion. Aber jetzt, diese ganzen Sachen sind alles nur Äußerlichkeiten. Nicht nur Äußerlichkeiten, sind wichtige Dinge. Sind schöne Dinge. Sind Dinge, die wir lieben. Wir wollen zufrieden sein, wir wollen einen Sinn haben, wir wollen Spaß haben. Kein Problem. Du wirst es haben mit Islam. Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt. Was ist der wichtigste Punkt, wenn du Gott dienst? Wenn du dich bekennst, dass du ein Sünder bist und dass du ein Diener des Gottes bist. Nicht, dass Gott ein Diener von dir ist. Was ist dann? Alhamdulillah. Dann wirst du ins Paradies eingehen. Durch die Barmherzigkeit von Gott. Viele denken, der Islam würde glauben, dass der Mensch durch seine Taten reinkommt. Aber die Taten alleine führen nicht ins Paradies, sondern die Barmherzigkeit Gottes ist im Endeffekt. Das ist ein großes Missverständnis, was viele Leute haben. Aber diese Barmherzigkeit hast du in diesem Fall. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Was hindert einen daran? Und was ist der Preis dafür? Der Preis dafür ist, dass du das ewige Leben bekommst. Das Paradies. Viele von uns streben nach dem Unmöglichsten, nach verschiedenen Dingen. Streben nach Dingen, der eine strebt nach der Frau, die andere strebt nach dem Mann, der andere strebt nach dem Geld, nach dem Vermögen, nach dem dies, das. Aber Garantie. 100% die Garantie, du wirst alles verlieren. Und du wirst in das Grab gelegt werden. Das Loch wird dort sein,
du wirst in das Grab gelebt werden und dann ist es vorbei. Und was ist dann? Und wenn du diesen Weg wählst, Wallahi, ich schwöre beim Allmächtigen Gott, der Allmächtige Gott wird dein Grab breit machen und du wirst die schönste Welt erleben und du wirst am jüngsten Tag ins Paradies gehen. Und diese Welt ist das, was du dir hier gewünscht hast. Du hast dir hier gewünscht, nicht alt zu werden, nicht krank zu werden, mit deiner Frau zufrieden zu sein, mit deinem Mann zufrieden zu sein. Die schönsten Dinge hast du dir gewünscht und was wirst du dort bekommen? مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Dort hat Gott für dich vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, noch ein Ohr gehört hat, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Und das ist das, wie man das erreicht. Wie ist der Weg? Der Weg ist ganz einfach. Du bezeugst, dass Gott der Einzige ist in deinem Leben, dem du dich ergeben musst. Ashhadu an la ilaha illallah, den du anbetest. Nur ihn alleine, niemand anderen. Alhamdulillah, vertraust auf ihn alleine. Alhamdulillah. Und du bezeugst, dass Mohammed, der letzte Diener und Gesandte des Allmächtigen Gottes, ist der, der dir den Weg gezeigt hat. Und wenn du das machst, du hast eine Garantie, wenn du es mit richtiger Aufrichtigkeit machst und stirbst in diesem Zustand, du hast eine Heilsgarantie, dass selbst wenn du viele schlechte Taten gemacht hast, wenn du es mit Aufrichtigkeit wirklich gemacht hast, dass du sowieso auch gute Taten werden folgen. Da kann es sein, dass jemand dies bezeugt und es kommen keine guten Taten. Du hast die Garantie, irgendwann aus der Hölle rauszukommen. Aber ansonsten hast du keine Garantie. Im Gegenteil, der Prophet Mohammed s.a.w. sagt ganz deutlich, لا يسمع بي ولذي نفسي بيدي, bei dem, in dessen Hand meine eigene Seele ist. ولذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Niemand hört von mir, sei der Yahudi, Jude oder Nasrani, Christ, und glaubt dann nicht an das, womit ich gesandt worden bin, und stirbt dann in diesem Zustand, außer dass er zu den Gefährten des Feuers gehört. Das ist etwas, was ich auch erwähnen will. Nicht, weil ich jemandem wehtun will, sicherlich wird das einigen Leuten nicht gefallen, sondern weil wir für die Menschen das Gute wünschen. Und ich ganz besonders, und ich bin kein Versicherungsvertreter, wir sind hier hingekommen, aus Köln, ohne dafür Geld zu verlangen. Morgen sind wir in der Schweiz, Alhamdulillah, beziehungsweise ich komme ja aus Bonn. Das ist dasselbe. Da habe ich ja schon gesagt, Alhamdulillah, deswegen, diese Botschaft sollte nochmal sein. Sicherlich werden einige Menschen nicht mit dem einverstanden sein, was ich gesagt habe, werden Bedenken haben, werden Zweifel haben. Das ist kein Problem. Was ich nur jedem mit auf den Weg geben will, ist, für die Muslime als erstes, fangen wir heute ausnahmsweise mit den Muslimen an, dass man wirklich den Islam richtig leben soll. Wir sehen heute leider, dass viele Muslime ein ganz schlechtes Bild abgeben. Ich gebe dir eine Sache als Tipp, was der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam auf seinem Schwert stehen hat. Das heißt, da sagt er, Silman Tata'ak, das heißt, füge den zusammen, zum Beispiel, wenn jemand mit dir den Kontakt abgebrochen hat, Man Kata'ak, Kata'ak, das ist der, der den Kontakt mit dir abgebrochen hat, versuche diesen Kontakt wiederherzustellen. Wa ahsin illa man asa'a ilayk, und sei gut zu dem, der schlecht zu dir ist. Wa qulil haqqa wa law ala nafsi, und sprich die Wahrheit, selbst wenn sie gegen dich ist. Deswegen sei gut zu den Menschen. Wir wissen, in Deutschland, es kommt immer mehr Druck auf uns zu. Man wird immer unwillkommener. Wir sind auch teilweise selber daran schuld. Auf der einen Seite die Hetzkampagne, auf der anderen Seite sind wir selber daran schuld. Aber sei du immer gut zu den Leuten. Immer. Egal, wie schlecht jemand zu dir ist, es ist manchmal schwer. Aber trotzdem, versuche es. Versuche, ein gutes Beispiel zu sein. Und nicht wie einige Leute, die den Islam so durch den Dreck ziehen, die als Jugendliche sich Muslime nennen, durch die U-Bahn gehen und da irgendwelche älteren Herrschaften mit Tränengas besprühen. Ist das Islam, achi? La ilaha illallah. Da muss man sich schämen. Und diese Leute sollen sich schämen. Und ich sage das zu diesen Leuten. Ich glaube nicht, dass hier einer davon sitzt. Aber vielleicht